Hello, everybody. Due to technical issues, I had to skip the episode 7, 8, and 9, as you perhaps noticed. But don't worry, I'll make up for it next. Just I have to redigitize the three episodes. Now enjoy to watch the episode 10. It's called Nature as a Teacher. Airy climb on the Peitelkofel at the Dolomites. Enjoy it. Schon an diesem kleinen Sandlaufkäfer zeigt sich die Überlegenheit der Natur gegenüber dem Mensch. Er hat zwei Beine mehr zum Klettern, braucht weder Seil noch Haken und im Falle eines Sturzes hätte er mit seinen Flügeln seinen eigenen Fallschirm dabei. Die ideale Sicherung in dem senkrechten, in der Schlüsselstelle sogar überhängenden Fels, den unsere heutige Tour durch die 600 Meter hohe Peitlerkofel-Nordwand südlich der Brixener Dolomitenstraße bietet. Ich komme vom Abenteuerbergsteigen und bin deswegen ausgebrochen aus der reinen Bergsteigerei, weil ich dort kaum noch neue Erfahrungen machen konnte und habe mich dann zu den Polen gewandt, Süd- und Nordpol, auch Grönland, wo ich jetzt gerade eine Expedition vorhabe. Und dabei studiere ich die geologischen Bedingungen, die meteorologischen Bedingungen. Ich benutze alle wissenschaftlichen Unterlagen, die greifbar sind, um mich vor Ort dann richtig verhalten zu können. Und dann erst gehe ich in die sogenannte todesintensive Situation hinein. Jedes Abenteuer ist gefährlich, sehr gefährlich, aber ich bereite mich so vor, dass ich möglichst dabei nicht umkommen kann. Aber generell in diesem Komplex die Natur als Lehrmeister bleibt als oberstes Gebot stehen. Die Fehler im Zusammenhang Mensch-Natur bei diesem Spiel, das wir Abenteuer nennen oder Bergsteigen nennen, macht immer nur der Mensch. Denn die Natur kann per Definition keine Fehler machen. Die Natur ist da mit ihren Gesetzmäßigkeiten, mit ihren Stürmen und Lawinen und wir haben sie anzuerkennen als die Gesetzgeberin schlechthin. Und wer das nicht lernt, wird nicht lange beim Bergsteigen überleben können. Der frische Duft der Almwiesen, die noch vom morgendlichen Tau benetzten Blumen und die zwitschernden Vögel bilden einen idyllischen Kontrast zu der senkrechten, 600 Meter bedrohlich aufragenden Nordwand des Peitlerkofel, der vom Wirtsjoch aus einen wirklich großartigen Anblick bietet. Auf dem wunderschönen Wanderweg zum Einstieg füllen wir unsere Wasserflaschen noch mit dem erfrischenden, schmackhaften Nass eines kleinen Bächleins. Die graue Wolkendecke östlich von uns beunruhigt uns nicht sonderlich, denn der Wind steht günstig und der Wetterdienst hat, wie auch unsere Bergführer Hans Kammerlander und Oswald Santin, gutes Wetter vorausgesagt. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir gehen langsam, gleichmäßigen Schrittes in Richtung Einstieg. Wir haben einen schönen Tag vor uns, obwohl auch der Alpenhauptkamm im Norden in graue Wolken gehüllt ist.
Der Einstieg ist erreicht. Für die Berlinerin Ramona ist die heutige Tour die erste ernsthafte Prüfung. Eine für ihre Verhältnisse sehr lange Tour. 23 Seillängen im überwiegend vierten Schwierigkeitsgrad und einer kniffligen Schlüsselstelle, die mit dem fünften Grad bewertet ist. Schon recht schwierig. Dazu kommt noch, dass diese Nordwandtour beinahe durchgehend sehr ausgesetzt ist. Das heißt, sie beschert uns fast auf der gesamten Länge reichlich Luft unter den Sohlen. Was sagst du, Ramona? Was gegen Giovanni was? Ja. Willkommen! Wir gehen heute in einer sogenannten Führerseilschaft. Hans Kammerlander geht im Vorstieg, Oswald und Ramona klettern an getrennten Seilen gleichzeitig nach und werden dabei von Hans gesichert. So kommen wir schneller voran und Ramona hat einen erfahrenen Bergführer in ihrer unmittelbaren Nähe, der ihr im Notfall an sehr schwierigen Stellen behilflich sein kann. In der Nordwand ist es heute Morgen doch noch sehr kühl und so empfinden wir es natürlich als ausgesprochen wohltuend, nach mehreren Seillängen endlich an eine von der Sonne beschienene Stelle der Wand zu gelangen, um die vom kalten Fels erstarrten Finger wieder aufwärmen zu können. Geht schon, gell? Hast kalte Hände, du. Okay. Ja, weil es ist ein bisschen kühl. Heraus aus dem Schatten. Ah, toll. Jetzt kommt die Sonne, jetzt wird's fein. Was machen die Füße? Hast du Probleme? Du, wunderbar. Es sieht so kurz aus. Man da an der Kante. Ja, als wären wir gleich oben. Oh, das täuscht, hä? Gehen wir zusammen oder nicht? Oder ich lauf schnell hinauf. Das ist fast von der Zeit her dasselbe. Und wir haben heute so viel Zeit. Alle Zeit der Welt, ja. Heute haben wir Zeit, wir haben schönes Wetter. Die jetzt folgende, relativ leichte Seillänge gibt uns wenigstens für einige Minuten die Möglichkeit, den auch hier schon herrlichen Tiefblick auf das saftige Grün der Almwiesen zu genießen. Westlich von uns verdichten sich jetzt einige graue Wolken, aber Hans meint, dass wir uns deswegen noch keine Sorgen zu machen brauchen. So, das so mal. Wunderbar. Auch nicht schwer. Zwei Seilen. Ich bin sehr neugierig. Dann kommt er mal. Kleine Stelle, die ein bisschen heftig Kraft wird. Braucht, ja, die Schlüsselstelle. So. Aber vielleicht haben wir den richtigen Schlüssel dabei. Ramona klettert mit sehr gemischten Gefühlen weiter. Sie hat Sorge, dass sie die schwierige Schlüsselstelle nicht schaffen könnte. Andererseits aber freut sie sich auf die Herausforderung.
Sie ist natürlich neugierig, was da an dieser Schlüsselstelle auf sie zukommt. Die tatsächliche Schwierigkeit dieser Wandpassage entzieht sich ihrem Vorstellungsvermögen. Sie ist noch nie im 5. Schwierigkeitsgrad geklettert. Und so bleibt dieser für sie eine abstrakte Größe ohne jede Vergleichsmöglichkeit. So, stimmt. Aber noch haben wir die schwierigste Stelle der Wand nicht erreicht und auch die Kletterstrecke bis dorthin erfordert unsere ganze Konzentration. Wir haben mittlerweile etwa 300 Meter Luft unter uns. Also den Kopf frei und nur keinen Fehler machen. Denn hier gilt der Satz, nur fliegen ist schöner, ganz sicher nicht. So, jetzt sind wir bei der Schlüsselstelle. Jetzt wird es ernst. Bei der Bewältigung dieser Schlüsselstelle wird deutlich werden, dass Ramona hier an den Grenzen ihrer Möglichkeiten angelangt ist. Aber nur durch immer wieder erneutes Herantasten an diese Grenzen lassen sich diese auch sprengen. Und doch ist da plötzlich diese Angst, die Kräfte könnten Steiger, nicht reichen. Hans geht als Erster und Ramona kann so genau beobachten, welche Griffe und Tritte er benutzt und wie er diese doch sehr anspruchsvolle und kraftanfordernde Stelle bewältigt. Ein guter Lehrmeister, so wie auch die Natur. Das Wetter bereitet uns nämlich inzwischen doch einige Sorgen. Normalerweise würde man jetzt über einen Rückzug aus der Wand nachdenken. Aus zwei Gründen tun wir es nicht. Zum einen sind wir für einen Rückzug schon viel zu hoch. Zum anderen beruhigt uns Hans. Auch er hat natürlich die Wetterveränderung genau beobachtet und wir wissen, dass wir uns auf seine große Erfahrung und seinen ausgeprägten Instinkt verlassen können. Ich glaube, die Ramona kommt zuerst, ja. Das packst du schon noch. Ramona, hier. Oben, tu die linke Hand hoch, sonst wirst du nie hochkommen. Jetzt geht's. Hans, zieh gleich wie ein, gell? Ramona, diesen Fuß, da hinüber, tiefer. Daher, ja. Noch ein bisschen weiter. So, voilà. Ja, jetzt steht's. Jetzt oben hast du noch einmal ein gutes Loch. Ich hoffe. Gut. Jetzt greif auf. Genau. So. Jetzt das noch einmal ein bisschen höher. Den anderen. Scheiße. Du musst jetzt im Seil rasten, als ob du am Boden stehen würdest, gell? Und dann mit neuer Energie versehen, packt das, gell? Was soll ich machen? Noch einmal ein bisschen hochziehen dich. Wenn du es machst, entschlossen oder gar nicht. Nicht ein bisschen rumprobieren, das nutzt dir gar nichts. Richtig ausrasten. Und dann mit Biss hinauf, gell? Aber es gibt keine Alternative. Jetzt spreiz den Fuß noch hinaus, dann stehst du wieder gut, gell? So hinüber. Geschafft. Ramona ist sehr erleichtert und für Oswald stellt diese schwierige Passage ohnehin keine besondere Hürde dar. Jetzt haben wir noch zwei Seillängen, so wunderschöne Platten. Dann kommt ein Quergang, aber ganz ein leichter. Und dann ist noch eine schwerere Seillänge. Erzähl mir nichts. Glaub dir kein Wort. Du glaubst mir kein Wort. Und zuletzt ist ein Grat wunderschön auch, aber der Grat ist fast Gehgelände. Da braucht man das Seil nicht mehr. Wie lang ist der Quergang? Der Quergang ist 25 bis 30 Meter, aber es ist ein Gehgelände. Hans hatte mit seiner Wetterprognose recht. Und mit den ziehenden Wolken verfliegen auch unsere Sorgen über einen befürchteten Wettersturz. Der Beidlerkofel, der nordwestliche Eckpfeiler der Dolomiten, bricht nach Norden hin mit einer 600 Meter hohen, steilen Felswand ab. Und diese Wand war lange Zeit völlig unbeachtet. Von Süden her wurde der Beidler in Scharen bestiegen, denn dort führt ein kurzer, leichter Klettersteig hinauf.
Von Norden aber war der Berg unzugänglich oder fast unzugänglich, weil er erstens schwierig ist und zweitens kein Weg herführte. Kaum jemand hat die Nordwand durchstiegen. Und als wir, mein Bruder und ich, hauptsächlich diese Nordwand für uns entdeckten, wir waren noch keine 20 Jahre alt, sind wir immer von Füllnest, von St. Peter zu Fuß heraufgegangen bis zum Würzjoch und dann in die Wand eingestiegen. Zuerst natürlich in die alte klassische Nordwand, die eine schöne Vierer-Fünfer-Kletterei ist, an festen Fels. Und später haben wir dann in der direkten Nordwand, das heißt im Mittelteil dieser 600 Meter hohen Wand, eine Erstbegehung gemacht. An der Westwand hingegen, von der ich die dritte Durchsteigung gemacht habe, Mitte der 60er Jahre, hätte ich um ein Haar umkommen können. Wir waren zu zweit eingestiegen und hochgeklettert über mittelschwieriges Gelände. Wir haben zwar gemerkt, dass sich von Westen her ein Wettersturz näherte, waren aber doch vielleicht zu jung und unerfahren, um rechtzeitig aufzugeben. Und dann wurden wir in den letzten drei Seillängen von einem so schlimmen Sturm erwischt, der uns den Schnee und den Graubeschauer in die Wand peitschte, dass wir völlig eisstarr wurden. Es hatte vielleicht 10 Grad minus, wir waren durch und durch nass. Und wären wir nicht am gleichen Abend noch aus der Wand herausgekommen, wären wir in der Nacht sicherlich erfroren. Wir hatten zwar Jacken und Biwaksäcke dabei, das war aber zu wenig, um uns in dieser senkrechten, zum Teil sogar überhängenden Wand gegen die Kälte und das Nichtstun müssen schützen zu können. Wir kamen herunter, liefen dann immer noch unter Blitz und Hagel und Donner talwärts. Im obersten Bereich, wo nur die Zirbelkiefern stehen, konnten wir uns auch kaum irgendwo verkriechen, weil die Zirbelkiefern das Regenwasser nicht so abhalten, weil sie buschig sind. Und erst tiefer unten, bei den ersten Fichten, konnten wir uns unter einen Fichtenbaum hinein verkriechen, mindestens wieder ein bisschen aufatmen, ein bisschen was essen. Und dann sind wir in der gleichen Nacht noch zu uns nach Hause, nach Füllnest gegangen. Ob ich das Gleiche heute noch täte, lasse ich dahingestellt sein. Aber ich habe damals sehr viel gelernt. Ich habe erkannt, dass ein Wettersturz in einer relativ kurzen Dolomitenwand, die gehört nicht zu den längsten, ist noch lange nicht die Eiger-Nordwand, ist noch lange nicht eine 8000er-Wand, reicht, um das Leben zu verlieren. Und ich glaube, die wesentliche Erkenntnis beim Bergsteigen ist wohl die, dass nicht derjenige, der die Gefahr nicht kennt, der der Gefahr ausweicht, ein Trottel ist, sondern vor allem derjenige, der nicht glaubt, dass er dabei umkommen könnte. Und wir Bergsteiger brauchen ein volles Leben lang, um all jene Gefahren zu spüren, auch zu verinnerlichen, die am Berg auf uns zukommen können. Und je älter ich werde, je mehr ich Erfahrungen auf meinem Rücken habe, umso größer sind die Sorgen beim Aufbruch, weil ich inzwischen unendlich viele Gefahrenmomente in meinem Erinnerungsvermögen gespeichert habe, die ich alle in Betracht ziehen muss und in Betracht ziehen kann. Natürlich ist es von Nutzen, wenn ich die Wetterverhältnisse in einem bestimmten Gebiet voraus in meiner Bibliothek studiere. Aber nur die mit der eigenen Haut erfahrene Gefahr bleibt mir verinnerlicht. Und in diesem Zusammenhang muss ich selbstkritisch anfügen, dass ich bis zu meinem 25. Lebensjahr eine Art Jung-Siegfried-Einstellung hatte. Mit meinem Bruder zusammen habe ich Tausende von Klettertouren gemacht. Also es ist weit über 1000. Wir haben an die 100 Erstbegehungen zusammen gemacht. Und wir sind irgendwie immer durchgekommen. Wir haben schwierige Momente erlebt. Wir hätten beinahe das Leben verlieren können, aber wir sind zu guter Letzt immer durchgekommen. Kameraden von uns sind abgestürzt, aber wir waren da nicht dabei. Und erst in dem Augenblick, das heißt, es war ein Bruchteil von einer Sekunde, wo mir klar war, dass mein Bruder am Nanga Parbat 1970 ums Leben gekommen war, wurde mir der Tod als Teil des Bergsteigens begreiflich. Und erst seit damals weiß ich, und zwar nicht nur mit dem Kopf, sondern mit meinem ganzen Wesen, dass ich ein Sterbender bin, dass der Tod zum Bergsteigen dazugehört. Und nur wer das anerkennt und mit dieser Tatsache lebt, geht als bewusster und erfahrener Mensch in die Berge. Auch wir haben heute wieder etwas dazugelernt. Es ist uns deutlich geworden,
dass unsere Einschätzung von eventuell umschlagendem Wetter und anderer objektiver Gefahren noch sehr weit von dem instinktiv richtigen Handeln eines Hans Kammerlander oder Oswald Santin entfernt ist. Und trotzdem, wir empfinden eine tiefe Zufriedenheit und Ausgeglichenheit, die uns jetzt, wo die größten Schwierigkeiten der Tour hinter uns liegen, das Klettern in dieser majestätischen Nordwand noch mehr genießen lassen. Schon jetzt wissen wir, diese wunderschöne Tour nicht zum letzten Mal gemacht zu haben. Und trotz unserer noch nicht so großen Erfahrung ist uns klar, dass die subjektiv empfundenen Schwierigkeiten beim nächsten Mal schon deutlich geringer erscheinen werden. Der Tiefblick ist jetzt atemberaubend und der sehr kompakte, feste Fels lässt jetzt noch mehr Freude an der Bewegung aufkommen. Hier oben, zusammen mit seinen Freunden, scheinbar unendlich weit von jeglicher Zivilisation über dem Abgrund zu schweben, ist ein Gefühl, das sich nur schwer erklären lässt. Es ist eben nicht nur ein Seil, das uns hier oben verbindet. Es ist dieses völlige Erfülltsein, dieses beim Klettern immer wiederkehrende und doch jedes Mal neue Erlebnis der Senkrechten inmitten einer nahezu unberührt scheinenden Natur. Ein unbeschreibliches Gefühl von Freiheit auch, das wir alle in unserem grauen Alltag mit all seinen Sorgen kaum noch finden können. Hin und wieder hören wir, weit entfernt, den grollenden Donner eines Gewitters. Aber der Gipfel ist nicht mehr weit und wir sind jetzt ganz sicher, dass uns das Wetter nichts Ernsthaftes mehr anhaben kann. Und dass wir beim Abstieg dann doch noch etwas nass werden, kann uns die Freude an diesem Tag nicht mehr nehmen. Die Eindrücke sind so tief, dass auch der zeitweilige Regen sie nicht mehr wegspülen kann. Und auf dem langen Weg hinunter zu den Almwiesen wird unsere nasse Kleidung wieder trocknen. Die Erinnerung an diesen schönen Tag aber wird bleiben. Den Gipfel erreicht zu haben, ist nur noch von nebensächlicher Bedeutung für uns. Entscheidend waren die Stunden in der Wand, im wahrsten Sinne des Wortes. Stunden zwischen Himmel und Erde. Hallo. Hallo Reinhold. Und wie war's? Wunderschön. Total. Schwierig? Schon schwierig. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und die Stelle oben, so in der Mitte der Wand, diese überhängende Stelle? Na, da gab es schon Probleme für mich, klar. Aber trotzdem hast du genossen. Die haben mich hochgezogen. Well, now I hope you enjoyed it and maybe one or the other could also learn something. And as I announced at the beginning of this episode, the three skipped episodes will come next. I mean, it's 7, 8 and 9. Also, don't forget to subscribe my channel by clicking down below that you don't miss my further publication. Hope to see you soon. Bye.